Also wir sind vor 5 Jahren haben wir von Sophie gehört und haben uns auch eigentlich direkt, ich weiß noch, das war im Oktober vor den Herbstferien, war meine Schwester einkaufen und dann hat sie zufällig eine getroffen, die von Sophie erzählt hat und halt hierher kommen wollte. Dann kam meine Schwester nach Hause und meinte zu mir, ja Inga, wie sieht's aus? Ich habe das und das gehört. Sophie ist eine Heilerin, wohnt in Venlo und wollen wir nicht wegen meinem Sohn da halt hinfahren. Da habe ich auch nicht lange überlegt. Wir haben uns innerhalb von ein paar Tagen entschieden, sofort hierher zu kommen. Also mein Sohn hat ein Problem mit seinen Augen. Im Kindergarten wurde festgestellt, bei der Untersuchung, dass er auf einem Auge gar nicht gucken kann. Und ja, das waren ganz, ganz wenige Prozente gewesen. Sein Auge ist eigentlich gesund, nur es hat sich eigentlich nur nicht weiterentwickelt. Ja, und dann haben wir uns auf den Weg zu Sophie gemacht und dann waren wir hier. Und dann ist eigentlich ein Wunder geschehen. Der hat angefangen, also sein Auge hat angefangen, sich weiterzuentwickeln. Und ja, und er kann jetzt mittlerweile schon besser sehen. Und wir machen große Fortschritte dank Sophie. Die Ärzte haben damals gesagt, dass da nichts mehr zu machen gibt, dass man es gar nicht mehr heilen kann. Und ja, umso glücklicher sind wir, dass wir sofort hierher gekommen sind und bei Sophie in der Behandlung sind. Und dass es sich alles besser wird, dass alles besser wird und dass er mittlerweile besser gucken kann auf seinem Auge. Wir wissen das. Und du bist ganz. Und ich bin ganz glücklich darüber. Ich freue mich sehr und wir kommen gerne zu Sophie. Immer wieder gerne und wir fühlen uns ganz, ganz wohl hier bei ihr. Ja. Okay.